Guten Tag, meine Freunde. Ich bin heute ein bisschen holzig drauf, ne? Wir zocken heute A Fisherman's Tale. Das ist mein Leuchtturm. Ne? Wenn man eins und eins zusammenrechnet, ich bin Günther. Ein Leuchtturmwärter. Ganz easy. Wir gehen mal rein in hier, Olga. So. Bitte unterbrich mich, falls du diese Geschichte schon einmal gehört hast. Es war einmal eine Fischermarionette. Sorgfältig von Hand gefertigt. Sie hatte... Er lebte ein einfaches Leben in einem typischen Leuchtturm. Er war ein ganz hübscher, ist schon wahr. Aber genug gestarrt. Zeit zum Zähneputzen. Wir müssen die Zahnbürste nehmen. Wir haben eine Zahnbürste. Nun, wenn du glaubst, hölzerne Zähne müssten nicht geputzt werden. Drücke den Button, um deine Hände vor die... Digga, was? Die Marionette schob ein Holzscheit in den Ofen. Vorsicht. Pack mal rein, das Teil da. Hä? Schieb ihn rein. Ja, eine Glücksmuschelschale. Digga, was sind das für Hände? Regal an. So, warte mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind ein bisschen zu hoch. Ein paar Sekunden später. So, jetzt ist richtig, Digga. Aber oh mein Gott, jetzt ist das so hoch. Oh nee, Digga, jetzt fühle ich mich wieder so klein. So. Oh. Die Muschelschale erinnerte ihn an eine ruhige See. Als nächstes öffnete der Fischer sein Fenster weit, um nach dem Wetter zu sehen. Eine ruhige See. Wow! Gleich kommen die Werwölfe. Au. Der Fischer füllte seine kleine hölzerne Lunge. Und jetzt fängt das ganze Spiel an, ne? Das Modell also, sollte eine boah, Digga, warum labert der die ganze Zeit? Ein Teil der Wand fehlte und ja. So. Und das Ding da auch noch. Gut. Ich hoffe, der labert nicht irgendwie wieder dazwischen. Da sind wir, ne? In diesem kleinen Ding sind wir drin. Aber wir sind auch hier drin. Also, in dem großen Raum. Halt einmal. Da sind wir. A Fisherman's Tale. Hallo. Da ist jemand. Sieht es wieder recht mau aus. Wir alle wissen, dass irgendwo da draußen ein großer Fang lauert. Aber werft noch nichts aus. Es heißt, ein gewaltiger Sturm naht. Es ist vielleicht besser, vorsichtig zu sein. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Gleich eine weitere Stunde mit atemberaubenden nautischen Nachrichten. Oh, das ist nicht so gut, mein Freund, ne? Macht aber auch Sinn. Ja, ein Gewitter naht. Wir fahren aber trotzdem raus. Cool. Ach so. Auf jeden Fall. So, ich versuche jetzt mal das Spiel zu erklären. A Fisherman's Tale. Ich habe das mal mit meiner Freundin angefangen zu spielen. Nach 5 Minuten hat sie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Auf jeden Fall. Wir sind ein Leuchtturmwärter, ne? Und hier? Das werdet ihr gleich sehen. Weil das kenne ich noch. Und das wird hier gleich sehr, sehr kompliziert werden, meine Freunde, ne? Also? Er braucht ja etwas Luft. Er muss. Schneidet euch an! Och, Digga, jetzt labert er wieder. Es kommt auf das richtige Werkzeug an. Genau. Jetzt müssen wir die Nägel hier rausholen. Das habe ich damals auch schon im Kindergarten gemacht, ne? Nur ich habe den Kindern die Nägel aus dem Kopf geholt. Kaum das Dach zu öffnen. Alles war dort drin, im Inneren des Modells, bis ins kleinste Detail. Aber die kleine Version von sich selbst, sie bewegte sich. Er war in einer unendlichen Kopie gefangen. Oh, der Fischer fing an, sich schwindelig zu fühlen. Ja. Er war im Inneren des Modells und außerhalb des Modells. Wow. Er hatte nur alle Fäden in der Hand. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Guck mal, wir sind da drinnen, wir sind aber auch hier, wir sind aber auch da. Also wir sind überall. Das geht doch nicht. Und wenn ich hier irgendwas bewege, dann passiert das da drin und das passiert auch da. Ein kurzes Beispiel. Der Fischer musste den Anker bewegen. Seht ihr? Ich habe jetzt dieses Ding hier in der Hand. Wenn ich das hier reinwerfe, dann kommt das auch hier rein. Guckt. Bam. Fängt mir auf den Dutz, ne? Also ihr habt's verstanden. Hoffentlich. So, weg damit. Wir müssen den Anker rausholen. Zack. Wie unten, so oben. Genau. Als er den kleinen Anker anhob, wurde der Große von seinem eigenen riesigen Ich hochgehoben. Mist, die Tür war zugesperrt. Oh no! Er musste den Schlüssel irgendwo hingelegt haben, als er das Zimmer zum letzten Mal verlassen hatte.
Wann war das noch gleich? Und dann, meine Freunde, passierte etwas sehr Merkwürdiges. In diesem Zimmer, wo er jede Ritze und Ecke kannte, sagte ihm eine fremde Stimme: Hey, hey, du da, du ungepflegt aussehende Marionette. Halt die Fresse! Ja, du da, der mit den Fäden. Hier drüben bin ich, hier hallo. Oben auf dem Regal. Hier, hast hallo. Du einen Sprung in der Schüssel? Warum hast du den Anker bewegt? Warum hast du das Dach abgenommen, ha? Der Fischer, er fühlte... Nun, seine Glücksmuschelschale hatte gerade mit ihm gesprochen und war auch noch sehr unfreundlich dabei. Er fühlte sich also nicht so toll. Du staubst mich jeden Tag ab und dachtest, ich hätte nichts zu sagen? Ich bin ein Einsiedlerkrebs, mein Lieber. Und du schätzt ein schönes, ruhiges Versteck vielleicht nicht, aber ich schon. Also Ruhe jetzt. Psst. Die labern sehr, sehr viel hier, ne? Merkt ihr? Aber das ist ganz einfach. Nein, jetzt leg ihn um meine Schale. Der ist frech, ne? Ich schieb dir gleich in den Popo. Eine Mütze. Wir brauchen jetzt eine Mütze. So, wo finden wir die Mütze? Die ist bestimmt hier drin, oder? Ey, wir haben doch eine Mütze auf. Kann ich die einfach von meinem Kopf nehmen? Hallo? Nee, kann ich nicht. Wir haben hier... Oh, warte mal. Ich hab da was gesichtet. Da. Nee, warte. Oder? Oder doch? Doch, müsste richtig sein. Ja! Vielleicht ist etwas im Schrank, aber der Griff fehlt. Ich hab die Mütze. Warte, jetzt muss ich die Mütze hier hinpacken. Und dann nehme ich die Mütze von da. Jetzt setz sie mir vorsichtig auf. Ich habe sehr empfindliche Antennen. Ach, Digga, geht der mir auf die Eier. Hast du alles gefunden? Ja. Nun, wenn eine kleine hölzerne Marionette das kann, dann werde ich mutig sein. Lass mich nur raus aus dieser verdammten... Oh ne, explodiert der? Schale. Oh moin, kleiner Mann, was geht ab? Ih, Digga, hat der da reingekackt? Während ich meine Schale reparierte, dann hatte ich einen plötzlichen... Digga, der labert mir viel zu viel, ne? Verflixt. Oh! Der Krebs hatte sein ganzes Leben in dieser kleinen Schale verbracht. Ey, scheiße, das ist mein Bett, ich komm da nicht ran. Seine Hand. Aber er war sicher. Das wird funktionieren. Okay, bist du bereit? Ich auch, glaube ich. Leb wohl. Digga, war das einfach. Wir sind drin in der Olga. Oh oh. Oh oh. Outer Banks. John B. Sarah. Sarah! Oh oh. Das wird gefährlich. Das wird langsam gefährlich hier. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Oh, neuer Raum. Und nicht vergessen, kein Fang ist es wert, Leib und Leben zu riskieren. Genau. Selbst wenn es der größte, beste, fischigste Fang ist, den ihr... Boah, Digga, was ist mit dem los? Der größte Fisch, den Papa je gefangen hatte. Der Fischer hatte sein ganzes Leben noch. Lang versucht, einen ebenso großen Fang zu machen. Du hättest nicht zufälligerweise ein Gläschen Wasser für mich. Gläschen Wasser? Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen, mein Freund. Da! Ist das Wasser? Er war noch am Leben. Das widersprach allem, was er je gelernt hatte. Er musste Wasser für den Fisch finden. Nee, funktioniert nicht. Ich hab eine Idee. Ich hab eine richtig schlaue Idee. Alter, das ist Five-Head. Guck mal hier. Wir müssen hier das hier, das muss ja hier wieder irgendwie fest. Weil das Wasser kann ja nicht hier so und da reinspritzen. Also kann schon, oder hier, eigentlich geht das. Physikalisch mit so 50.000 km/h, so bumm. So schnell geht's. Ah, doch, es geht schnell. Guck mal, jetzt hier sind Röhrchen. Zack. Und irgendwo anders sind bestimmt auch Röhrchen, ne? Ah. Da sehe ich doch ein kleines Ding hier, mein Freund. Klitzeklein, ne? Aber kommt rein. Wo ist das da? Zack. Wir brauchen noch ein. Noch ein. Noch ein Röhrchen. Wird das aber auch hier drin ist? Oh. Das kann nicht funktionieren. Hm. Aber hier ist ein dickes Rohr. Hallo, was soll ich machen? Kannst du mir helfen? Hallo? 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 Dieser Abschnitt der Mauer schien
lose zu sein. Natürlich. Er hatte vergessen, diesen Teil des Modells anzukleben. Er war nur mit zwei Riegeln befestigt. Ah, ich verstehe. Also es ist doch gar nicht so dumm, wenn man zuhört. So, dann gehen wir da mal wieder rein. Jetzt können wir dieses Ding hier abkleben. Jetzt sind wir drin in der Olga. Jetzt gehen wir mal hier hin. Na also. So, Wasser fließt. Und jetzt müssen wir dieses Ding da mitnehmen. Und jetzt können wir das auffüllen. Aber indem wir das hier hinpacken und jetzt nehmen wir dieses kleine da raus. Hey, hängt fest. Oder? Oder? Es lief. Ja! Oh, was ist das denn? Ich werde angespritzt. Schnell, halte den Atem an. Das Wasser schlug über ihm zusammen und die Erinnerungen kamen wie eine Flut zurück. Die Kälte, die Dunkelheit, das wütende Meer, das mit ihm spielte wie mit einer Stoffpuppe. Aber Moment mal, Puppen können nicht ertrinken. Richtig! Nein, ein bisschen Wasser konnte diesen Fischer nicht aufhalten. Er wusste, aus welchem Holz er geschnitzt war. Wir sind aus dem richtigen Holz geschnitzt. Passiert? Oh! Wasser! Er lebt! Leute, X-Minister, er lebt. Er lebt. Oh, du bist da! Irgendwas zu essen? Ja. Ich habe Hunger. Digga, der frisst mich gleich. Hunger. Oh. Hey, Kollege. Hier. Leer. Haha, Sardinen. Die würden's tun. Große Fische fressen schließlich die kleineren. Aber wie die Dose öffnen? Es war ein altmodischer Dosenöffner. Digga, das war ja jemand von Hand drehen. Hier, ich hab einen Fischi für dich. Sie rochen antik. Aber hier. Ausgestopfter Fisch konnte kaum wählerisch sein. Friss den doch! Ich hab... Och, du kleiner Pisser. Oder will dein Größeren? Worauf wartest du? Wirf mir eine Sardine zu. Ich werde sie fangen. So eine große willst du? Digga, jetzt bin ich mal gespannt. Nimm das mal. Alter, oh mein Gott, sah das komisch aus. Eine Krete. Eine Fischkrete. Alles gut? Was nun? Es schien, dass der Fisch an seinem eigenen Appetit ersticken würde. Und einer Fischkrete. Großes Ozean-Ehrenwort. Du bist ja auch aus Holz. Und oh, ich komm da gar nicht an. Bleihaltiger Lack verwendet. Oh, jetzt muss ich ihm die Scheiße aus dem Maul holen. Oh Gott, ich muss da rein. Ich hab sie. Danke, Fischer. Kein Problem, Bro. Ich konnte wohl nicht genug kriegen, oder? Ich wollte mehr. Immer mehr, wie immer. Genau. Eine Obsession. Aber ihr langbeinigen Landläufer... Versteht das natürlich nicht. Ihr habt ja alles, nicht wahr? Was sollte die Marionette dazu sagen? Hallo! Also gut. Der Schlüssel für die Turmtür ist draußen. Ich sah vor langer Zeit eine Figur, die ihn in der Nähe des Spiegels versteckt hat. Draußen? Ich bin sicher, dass es irgendwo hier war. So, Freunde, man sieht mich leider nicht mehr richtig im Spiegel. Wir machen hier mal Pause, weil ich will jetzt Fitness machen. Bisschen Muckis trainieren. Digga, was will der denn schon wieder? Nicht, dass da jemand irgendwas anderes reinsteckt. Falls das Video euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Nee. Gerne einen Kommentar da lassen, ob wir das Spiel weiterspielen sollen oder nicht. Das war mal was anderes, nicht immer nur Horror, nicht immer nur einscheißen. Auch mal ein bisschen mit den Fischis chillen, ne? Ich will nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.